Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Super Mario Galaxy. Wie ihr am Anfang des Parts gesehen habt, habe ich es nun endlich geschafft. Ich habe tatsächlich den geheimen Stern hier erhalten. Wir haben jetzt hier die geheime Sterne und jetzt gehen wir auf die 40 zu. Das ist die Spielzeugschachtel Galaxie. Eine der letzten Galaxien, die es gibt. Cool, oder? Jedenfalls, der stählernde Koloss Robo-Bowser ist unser erster Anhaltspunkt als Aufgabe in dieser Galaxie. Und ja, spricht für sich der Name. Der hat übrigens auch eine ganz eigene super Musik. Ah, das Level hat allgemein so einen chassigen Ton. Willkommen, das ist die Spielzeugschachtel und wir kümmern uns um diesen Ort. Willkommen, der Spielzeugschachtel. Hallo, Captain Toad. Abfahrt und vorwärts! Boom! Komm. Ah, Sternteile. Wollte schon sagen, ich bekomme irgendwie keine. Das doch immer ist, egal. Meine Freunde wurden ebenfalls gefangen. Kaputt. Ist hier jemand gefangen? Nein. Klingt ja wieder teuer. Klingt ja wieder teuer mit der Gravitation. Und hier das Ding jetzt auseinander. Oh Gott. Das Level ist ja total verwirrend. Mit den plötzlichen Gravitationsunterschieden. Hä? Wo bin ich? Okay. So. Hä? Hier wird immer ein Unterfall, oder?
toll, was nun? Oh! Ne, ich sehe jetzt nicht. Ich glaube, ich muss da rüber. Da? Oh, warte mal. Vielleicht habe ich ja jetzt die Idee. Ich gehe erstmal dahin. Ich komme nämlich dahin. Okay. Dann muss ich nach da. Und hier kommt man dahin. Wo kommt man dahin? Das ist komisch. Aber hier kommt man dahin und dann kann man drum rumlaufen. Ah, von da muss ich dahin. Au! Hier? Ah, weil ich angehalten habe, habe ich mir sowas verdient. Was ist hier? Oh. Oh, oh, oh. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich habe all meine Leben schon wieder bei diesem scheiß Kreisdingsbum verbraucht. Jetzt muss ich schon wieder dahin laufen. Yoshi! Der Zorn des Yoshis wurde geweckt. Wir sind Eve. Klar. Bis zum nächsten Mal. So. Die Musik ist immer schöner geworden, je mehr Strom wir angeschaltet haben. So, jetzt sind wir wieder da. Den Anfang habe ich ja mitgekriegt. Da, Spielzeugschachtel. Auf ein neues! Muss einfach so sein, weil Baum stellender Koloss Robobowser. Kann ich überspringen? No. Geht nicht. Keine Sorge, wir kommen schon irgendwie wieder dahin. Warte, 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 warte. Ne, Abfahrt. Abfahrt nicht abwärts. So kann ich mich verlesen. So, da werde ich ja von Anfang an erstmal das hier plätten, damit es mir nicht auf die Nerven geht. Da werde ich schon mal die Schraube abdrehen. Gravitation ist verwirrend. Vor allem bei diesem Level hier. Aber. Aber hier können wir wieder hin. Und dann gehen wir wieder dahin. Wow. Nein! Warum konnte ich da nicht hoch? Oh, ich habe schon 39 von denen, okay. Weiß ich nicht, wo ich die her habe, aber... Am besten gehen wir jetzt einfach mal hier nach unten. Du da! Du bist nervig. So, und von dort aus müssen wir dann hier hin.
machen diese Schräge, machen diese Kavitation. Und... Ah! Und ein Leben dazu. Ich finde es schön, wenn man ein Leben dazu hat. Wir sind mal dort. Oh! Du wurdest zu Feder, Mario! Drücke zum Springen, bäh! Bei manche sagen, Feder Mario ist eigentlich das schlechteste Power-Up der Welt. Naja. Es lässt sich nicht so einfach steuern wie manche andere Power. Aber damit haben wir uns in einen unersetzlichen... Au! Mario verwandelt. Nein. Nein. Oh, ich glaube, ich muss da hingehen. Erstmal töte ich das Ding. Ah. Hallo, ich will dich töten. Ich weiß nicht, wie man das Ding tötet, aber... Gehen wir erstmal hier zurück. Was denn für eine Stampaktion? Ja. Hä? So was jetzt? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Schüttel und Z und dann machen wir so eine Ultra-Stampfattacke. Nein! Der bewegt sich immer noch. Nein! Irgendwas stimmt hier nicht. So komme ich schon mal nicht mehr hoch. Oh toll, als ob ich zurückrennen muss. Ich weiß nicht mehr, wie ich... Moment. Ja. Oh, als ob das mich... Hä, das geht nicht? Irgendwas muss ich machen. Ich bin tot. Irgendwas muss ich machen, sonst bin ich tot. Oh mein Gott, ich bin ein Skelett geworden. Ich muss mal gucken. Vielleicht komme ich da hinten einfach hin. Oh, ich habe den Pfeil nicht. Ich glaube, ich muss hier hin. Irgendwas sagt mir hier sicherer. Naja, nicht unbedingt sicherer, aber... Ich kann Wandsprünge mit dem Ding machen. Oh,
Oh nein, ich habe nicht alles. Jetzt muss ich tatsächlich dahin. Oh Gott. Und ich habe eine Idee! Warum habe ich die Idee immer, wenn ich am Sterben bin? Mann! Oh, komm schon! Ich bin mir schon wieder zum Skelett geworden. Ey, das hilft's nicht. Aber ich bin... Warte mal. So, besser als gar nichts. Nein, doch nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Oh Mann, ich hasse dieses Teil. Wer hat es in den Weg gestellt? Und so mittendrin, ey. Ich will einfach nur nach da hoch. Mehr nicht. Ist das denn zu viel verlangt? Oh, ich bin oben. Das ist erst da oben. Es ist kaputt. Ja, ich bin oben. Oh, weg da. Oh. Komm mit der Feder noch hin. Kann ich mir nicht vorstellen. Flieh! Ich bin da. Die Robo-Bowser-Attacke. Den müssen wir auseinandernehmen. Das Teil ist nicht. Chat. Hätte schief laufen können. Nein! Oh! Genau deswegen. Ah! Genau deswegen muss ich sagen, ist die Bowser. Ist die Spielzeuggalaxie eigentlich eine der besten Galaxien, die es gibt? Wegen diesem Bowser. Und deine Lego-Arme. Wow! Die Gravitation hier ist voll gestört. Stört.
nicht. Ich glaube, das geht auch immer ab. Ja, der Arm geht ab. Der letzte. Der letzte Halt. Kamek! Kamek, geh weg, ich will nur diesen blöden Stern haben. Are you forcing me? Geh weg. Das ist nicht gut. Münzen? Wir sind ja am Ende. Das ist Feuerbälle. Ich wollte schon sagen, das ist eine Feuerbälle. Auf der Nase! Ist so ein Drecksvieh. Yeah. What happened? Er ist kaputt. Er ist in die Luft gegangen. Du hast mich gerettet. Du hast drauf. Ich dachte, es sei aus mit uns. Okay. Na dann. Habe ich ein bisschen länger gebraucht als sonst bei normalen Aufgaben. Aber ich glaube, das war sich wert. Außerdem schnippel ich nochmal 2 Minuten weg, wo ich wieder auf dem Weg nach da war. Mal sehen, wie es weitergeht. Bin mal gespannt. Eine Aufgabe machen wir noch. Später Schachtel! Und dann nähern wir uns langsam dem Ende. Mario trifft Mario. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was für ein Komet da existiert. Gibt's da nur einen Zug? Alles läuft reibungslos. Nicht zu klagen. Oh, ich habe ein Herz eingesammelt. Oh, ich habe noch ein Herz eingesammelt. Das war voll süß. Ich hasse dieses Vieh. Das Vieh bekommt den Titel Hassvieh des Jahres. Aus dem Jahre Super Mario Galaxy für Switch. Oh, da geht's hoch. Oh, ich kann da laufen. Habe ich wohl ein bisschen falsch gedacht. Wow. Okay. Muss irgendwo noch was sein. Hallo? Hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, wenn ich, 50 esse, verwandle ich mich. Ich hab 40. Ja, toll. I believe, also, so wie ich glaube, ich habe den geheimen Stern gefunden. Ah. Nützlich!
Aber ich werde wahrscheinlich auch dem Luma dann erstmal die Sternteile geben, damit er es dann wieder zur Galaxie wird oder sowas. Ich will noch nicht wegfliegen. Jetzt noch nicht. Das sind zwei. Komm! Da ist was explodiert. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da hinten! Nein, das ist es nicht. Aber manchmal fliegen solche Kometen, weil sie weniger explodieren irgendwo. Und dann verschwinden sie auch wieder. Vielleicht sollte ich einmal sterben. Aber es wäre Verschwendung. Einfach so zu sterben. Ich geh mal hier so ringsrum. Was ist? Ach, das ist nur so ein Elektro-Zaun-Sicherungs-Dingsbums. Nein. Und da bin ich schon. Oh Mann. Ich sehe schon, worauf das hinführt. Oh mein Gott, die Dinger drehen sich. Die Dinger auf der Haut drehen sich. Hi, ich habe diese 50. Aber es gibt kein Zurück mehr für mich. Alter. Hier gibt es aber noch eine viel schlimmere Challenge. Wenn man die nicht besteht, dann hat man verloren. Aber das hier noch einfach. Glaube ich jedenfalls. Oh. Und das, was ich jetzt gerade vom Luma gesehen habe, das war der geheime Stern. Das war der geheime Stern, den machen wir jetzt auch noch, hoffe ich. Außer es ist wieder so eine Aufgabe wie... Wie jetzt schon? Hier. Ich habe das Ding nämlich gefunden. Das würde erst in der dritten Aufgabe zugesagt werden, aber mach's jetzt schon. Mario trifft Mario. Auf ein zweites. Hier müssen wir wohl ein einziges Mal sterben, glaube ich. Damit wir auf den vollen Genuss der Sternteile kommen. So meinte ich das eigentlich nicht. Ja. Oh, und wir haben wieder 12 Leben. Sehr schön. Haben wirklich viel gesammelt. Ja, so meinte ich das eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich zuerst die Dinger einsammeln und dann sterben. Und dann wollte ich sie nochmal einsammeln. So lange, bis ich halt die 50 voll habe. Und ich habe sie voll. Ich glaube, jetzt kann ich es mir leisten. Ja, da ist er. Das ist 60. Du wolltest 50 haben, ja? Jo, Mann. Friss das. Verwandlung. Ein neuer Planet wurde geboren. Yeah. Oh nein. Hab ich das mal gemacht?
Oh nein. Gott. Was ist mit dir? Wenn du dort rüber willst, probier es doch mal mit einem Sprung. Okay. Hier spielt auch wieder die Gravitation eine Rolle. Eigentlich hasse ich solche Aufgaben wie die Pest, aber... Okay. Hier ist das für ein Ausgangsgebiet. Ah! Oh, ich bin so froh, dass das Ding hohl war. Oh. Ich bin gerade so froh, dass das Ding hohl war. Aber wirklich, ich bin gerade so froh, dass das Ding hohl war, ey. Von unten. In der Mitte ist auch wohl, also bleibe ich immer in der Mitte. Ja. Hier kann ich erstmal bleiben, glaube ich. Dann kann ich es nochmal aktivieren. Gehe ich mal auf die andere Seite. Das erinnert mich nämlich an das erste Level, beziehungsweise das Übungslevel. Ja. Die andere. Oder? Ne, das war falsch. Okay. Irgendwo was. Hier am Rand ist irgendwie nichts. Dann laufe ich da weiter. Ich kann vom Glück reden, dass die hohl waren. Geht sicher hier weiter. Na, irgendwo was ohne Vorwarnung kommt. Ich schreie alles zusammen. Wo war ich schon? Keine Fragezeichen mehr sind. Was bin ich? Ja. Okay. Was ist hier? Da hinten, das ist irgendwie. Ich hab mal gesprungen. Ja, ich hab mal gesprungen. Ich hab mal hier unten so rum. Ja, der war nicht wohl. Oh! Oh Gott! Das ist so gefährlich. Da muss ich hin, oder? Bin nicht sicher, ob ich da bin. Was war das? Hä? Oh, jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen, oder was? Kann man wirklich froh sein, dass da hohl ist.
Ja, jetzt bin ich berechtigt geplättet worden. Ab das vor ihnen, das galt nicht. Das galt. Das ist. Hä? Hä? Wieso bin ich gestorben? Der ist auch hohl. Okay. Nein. Das ist wirklich eine sehr knifflige Au! Eine sehr knifflige Aufgabe. Keine Energie mehr. Das ist ja komisch, wenn ich das so sagen darf. Irgendwann bin ich mal hier hingegangen. Dann bin ich hier weitergegangen. Habe ich da noch so ein bisschen? Ich glaube ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ich guck mal, wo ich hin muss. Hallo, ich will gucken. So. Geh mal hier so hin. So. Oh. Oh. Ach, das ist knifflig. Es ist wirklich knifflig. Oh, ich sehe was. Dieses Glas da. Wenn du... Komm schon, die scheiß Kamera. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera. Aus dem Schalter habe ich gesehen. Ne? Okay.
Schaff! Nein, so auf jeden Fall nicht. Was? Ich wollte doch nur zu hoch. So, dann gehe ich mal hier lang. Irgendwo hier war nämlich noch was. Da! Ich hab's gefunden. Das ist die Spiegelseite davon. Ich glaube, dies habe ich für sogar. Das habe ich sogar vergessen. Glaube ich jedenfalls. Schnell weg. Ich will es jetzt wenigstens noch schaffen, damit ich nicht wieder einen Einspieler machen muss. Ah! Oh. So, das ist das? Ah, komm schon. So. Warte ich hier. So. Und hier weiter. Gucke ich mich mal ein bisschen um. Und bin ich wieder hier. Ich glaube, da runter muss ich. Okay. Ja. Ah! Hab ich schon gedrückt. Au! Bin ich schon wieder hier. Mann! Ich kapier's nicht. So verworren, dass ich nicht mal weiß, wo ich schon war und wo nicht. Natürlich nicht. Oh, jetzt bin ich wieder dahin gesprungen oder was? Weiß ich nicht. Ich guck mal nach.
kann hier nicht gucken. Danke. Nein! Ich habe die Nase voll von diesem Level. Ich glaube, das ist einer der geheimen Sterne, die ich nicht machen werde. Ich werde den Kurs jetzt verlassen. Ich will verlassen. Und dann treffen wir uns beim nächsten Mal in der dritten Aufgabe wieder. Es zählt aber nicht. Also abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Klingelt das Glöckchen, damit euch Bescheid gesagt wird. Und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder bei einem neuen Part von Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.